Dieses Video ist für alle, die gerne durch lange Linsen lunsen. Was für eine geile Alliteration. Hallo, ihr Zauberer des Lichts. Heute geht es mal wieder um ein Objektiv. Bereits mit der Einführung der A9 im letzten Jahr hat Sony ja den ersten Schritt Richtung Sportfotografie gemacht. Nun folgt der nächste Schritt mit der Einführung des 400mm 2.8. Es wurde zwar im Juni bereits vorgestellt, aber bisher noch von fast niemandem in unseren Breitengraden gesichtet. Ich hatte nun die Möglichkeit, in der letzten Woche auf einem Sony-Event dieses Objektiv in die Hand zu nehmen und ein bisschen zu testen, auch an der A9, und habe meine Erfahrungen damit gemacht. Hinter mir ist ein Beachvolleyball-Court aufgebaut und da werde ich dieses Schätzchen jetzt mal ein bisschen testen. Was sofort auffällt, ist das Gewicht dieses eigentlich riesigen Teils, was mit 2895 Gramm ein echtes Leichtgewicht ist, wenn man die Konkurrenten von Canon mit dem 400mm 2.8 IS-2 mit 3850 Gramm und das Nikkor 400mm 2.8 EFLEDVR, das muss ich hier ablesen, mit 2800 Gramm zum Vergleich nimmt. Bei diesem Gewicht könnte man im Notfall sogar aus der Hand fotografieren, was ich für euch auch ausprobiert habe. Und wenn man ab und zu mal ein bisschen ins Fitnessstudio geht, funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Das ist nicht zuletzt der Neuanordnung der Linsengruppen zu verdanken, die bei dem Sony 400mm 2.8 mehr in der Mitte sitzen. Ich blende euch das mal hier zum Vergleich ein bisschen ein. Und bei den älteren Konstruktionen weiter im vorderen Bereich sitzen, so dass diese Objektive in der Regel etwas vorderlastig waren. Somit ist das Sony nicht nur ein Leichtgewicht, sondern es ist auch sehr gut ausbalanciert, was bei einer relativ leichten Kamera wie einer A9 oder auch einer A7 III oder A7 R3 ein großer Vorteil ist. Auch am AF hat Sony wieder einiges getan, denn nicht nur der Autofokus der Kamera ist super schnell und der Augenautofokus funktioniert speziell bei Sportaufnahmen super gut. Ich hatte jetzt zum Beispiel auf dem Beachvolleyballplatz die Situation, dass ich teilweise durchs Netz fotografiert habe, also eigentlich durch zwei Netze. Das eine Netz, hinter dem ich stand, um den Ball abzufangen, dass die Fotografen oder die Zuschauer den Ball nicht abbekommen. Und dann natürlich das Spielnetz. Und auch da hatte ich, ich blende euch hier einfach mal so ein paar Bilder ein. Da hatte ich dann auch die Situation, dass ich wirklich durchs Netz fokussieren muss und der Augenautofokus beim Volleyballspieler wirklich gut gegriffen hat und auch die komplette Bewegung durch das Netz mitgefahren hat. Ab und zu, wenn ich ein bisschen zu tief kam, mit dem Mittelpunkt des Fokuses, hat es sich dann mal auf die Werbekante des Netzes eingestellt. Aber in der Regel funktionierte das eigentlich sehr gut. Das liegt aber nicht zuletzt auch an den neu konstruierten Autofokusmotoren in diesem Objektiv. Früher war es so, dass die Linsengruppen quasi über ein Gewinde nach vorne und nach hinten gedreht wurden. Das hat man jetzt anders gelöst. Durch
Die neuen Highspeed XF Linearmotoren, die quasi in Echtzeit die Linsen nach vorne und nach hinten ziehen, sodass da nichts mehr geschraubt wird im Objektiv. Das 400mm 2.8 von Sony verfügt natürlich auch über einen eingebauten Image Stabilizer, der auf 3 Stufen einstellbar ist und den 5-Achsen-Stabilisator der Kamera nochmal unterstützt. Was bei so einer langen Brennweite auch wirklich nötig ist. Und man hat die Möglichkeit, an der Seite einen Filter einzuschieben über eine Öffnung, einen Pullfilter oder einen ND-Filter zum Beispiel, den man natürlich aufgrund der großen Linse nicht unbedingt vorne drauf schrauben kann. Farblich ist das Objektiv in Weiß gehalten, damit man im Fußballstadion unter den ganzen Canon-Fotografen nicht unbedingt auffällt. Verfügt auch vorne über einen schönen orangen Ring, also nicht rot wie bei Canon, und er sitzt auch vorne an der Gegenlichtblende und nicht weiter hinten direkt am Objektiv, wie es bei Canon der Fall ist. Aber das nur ganz am Rande, nicht, dass das jetzt wichtig wäre für die Abbildungsleistung oder so. Dazu gibt es dann noch 2 Konverter, ein 1,4-faches und ein 2-faches. Das macht dann aus dem Objektiv wahlweise noch ein 560mm oder ein 800mm. Ich hatte auf dem Beachvolleyballfeld schon das Problem, dass ich nicht weit genug wegkam. Ich musste also vom Spielfeldrand immer noch mal 30 Meter oder 20 Meter nach hinten gehen, um überhaupt ein vernünftiges Bild zu bekommen, wo ich nicht zu nah dran war. Für Fußball ist so ein Objektiv natürlich nicht wegzudenken und für Sportarten, bei denen man auf großen Spielfeldern weiter weg ist. Ich habe es mir allerdings auch nicht nehmen lassen, mir die beiden Models zu schnappen, die ein Brautpaar simulieren sollten auf diesem Event, und einmal ein paar Porträtaufnahmen zu probieren. Okay, ich musste ungefähr 6,3 Kilometer weit weggehen. Aber das Bild hat eine wahnsinnige Abbildungsleistung und das ist schon wirklich sehr toll. Werde ich mir dieses Objektiv jetzt kaufen? Ganz klar nein. Ich habe definitiv keinen Anwendungsbereich dafür, es sei denn, es kommt irgendwann mal ein Kunde auf mich zu und möchte, dass ich für ihn Sportaufnahmen im Stadion mache oder sonst irgendwas. Für alle Sportfotografen unter euch ist so ein Objektiv natürlich unabdingbar, wenn ihr das nötige Kleingeld im Portemonnaie habt, denn dieses Objektiv kostet die schmale Summe von 12.000 Euro. Im Vergleich, das Canon 400mm 2.8 IS kostet, glaube ich, irgendwas 9.999 oder sowas. Schaut's nach. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein paar nützliche Informationen liefern. Hier findet ihr jetzt einfach noch ein Video und da gibt es noch ein neues Video. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und Kanal abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssikowski!